Das war aber jetzt. Die können wir auch gleich. Das letzte Mal machen wir Polizeistation. Ich nehme diesmal mal das noch mit. Ich sehe so viel. Ach, da. Wo soll ich einfach hier reinwerfen wieder, ne? Ich suche mal das Spielzeug. Kennst du die Orte mittlerweile? Ja. Oh, Fußspuren. Was denn für welche? Fußspuren. Einfach nur Fußspuren? Einfach nur Fußspuren. Hinterlässt Fußabdrücke. Fußabdruck, okay. Poltergeist, das Kind oder Yangshi? Ja, vielleicht mal Yangshi. Ich will mal was anderes. Was Neues. Was Neues? Haben wir sonst alles? Ja. Also Kinderspielzeug habe ich schon mal. Das Foto des Gespenstes machen, ja, das ist ja easy. Mhm. Ja. So, pass mal auf. Wir stellen dich mal ganz kurz da rein. Oh, irgendwas erledigt, okay. Kinderspielzeug. Ich habe einfach gerade nochmal die Sachen hier im Blick. Aber irgendwie aktuell noch Ruhe. Ja, irgendwas, was ich krieg's nicht. Also die Temperatur des Geistes misst. Das Temperaturding liegt hier. Ja, komm, jetzt mach doch mal irgendwas mit den Sachen, du. Ach shit, ich muss irgendwas mitnehmen. Das ist ein bisschen doof sonst. Ich nehme mal die Kamera mit. Die Kamera mit! Kamera! Was hatten wir schon? Irgendwas außer Fußabdrücke? Nein! Mm-mm. Ich achte hier schon eigentlich auf die Sachen, aber irgendwie passiert ja gar nichts. Läuft hier noch einer mit rum? Einer? Nee, ne? Hm? Ich stehe mit meiner hier. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil irgendwie hat mich meine Drohne überholt. Okay! Deine Drohne haut einfach ab! Frau! Geil! Was ist? Der Frank ist eine Frau. Wieso da? Wie, nee, das ist Kimi. Das war das? Ja. Hä? Joshua? Ja, ich bin hier. Du weißt schon, dass das Kimi ist, ja? Nein, guck mal hier auf dem Boden. Ja. Hä? Mhm. Hi. Oh, hallo. Keine Ahnung, was. Frank hat doch keine Drohne. Das ist richtig. Ja, und der hat einen Frauenskin bei mir. Warum habe ich denn einen Frauenskin? Kann man das irgendwie auswählen oder was? Das ist so random. Ja, das kannst du auswählen. Na schön, ich habe nichts ausgewählt gehabt. Nichts verändert gehabt. Wie sieht Kimi bei dir aus? Auch, genauso. Ja, okay. Ja, nee, also Frank hat eigentlich keinen Frauenskin. Vielleicht einen Akku oder so. Ja. Boah, nee. Mein Kaffee wird heiß. Geil. Also muss noch mehr trinken. Ja, ich habe mir mal so einen Tassenwärmer gekauft. Tassenwärmer? Ja, den stellst du da drauf und der hält deinen Kaffee warm. Okay. Snob und so. Noch Chili drin. Immer diese Snobs hier, ey. Muss mal weiter reinlaufen, dass irgendwas passiert. Oh, und dann wirst du mitgenommen. Ja, wird mich nicht mal wundern. Könnte mal das Mütchen machen. Also der ist sehr langweilig. Okay, wir nutzen jetzt meine 50-50 Chance, ja? Ich nehme jetzt mal das Kruzifix mit und geh mal rein. Es kann natürlich sein, dass es nicht hilft, aber ich probiere es mal, okay? Na dann viel Spaß dir. Mhm. Ja, ich kenne das. Ich glaube, du musst irgendwie, ich weiß nicht, wie. Ja, da stand's doch gerade richtig. Ich möchte es daneben gerne haben. Die nimmt mich mal mit, ne? Okay. Oh, ich nehme nämlich jetzt eine Kamera. Wo ist das Brett jetzt hin? Also in der Küche. Ja, sie nimmt mich gleich mit auf den Friedhof. Was ist denn ihr mit ihr? Wo ist denn das Brett hin? Habe ich genommen. Ach so, okay. Ich hatte mich schon gewundert, weil das lag hier nicht mehr.
Die wollte mit mir auf dem Friedhof komische Sachen machen. Ja. Sollen wir zum Friedhof? Ja, erstmal Berusco hier beerdigen, ne, weil er da schon hingebracht wurde. Also Kimi. Auf dem Friedhof. Gesundheit. Eieiei. Ei, ei. Wo ist denn der komische Spiegel? Hat den einer gesehen? Nein. Ach, da ist ja noch Friedhof. Alter, der ist viel zu langweilig. Gibt's langweilig? Ja, ruhig, gebe es als Stimmung. Und das passt auch irgendwie fast schon. Ist schon was los? Weiß nicht. Ich glaub, da wird jemand krank. Es ist so ruhig, ich würde glatt ruhig als Stimmung nehmen, ne? Ich kenne nur zwei Orte von den Spiegeln und da hast du beide nicht. Könnte der denn noch sein? Wo ist denn der dritte Ort vom Spiegel? Ach, weiß ich doch nicht. Im Badezimmer? Ja. Nö, auch nicht. Du bist so ruhig, ich wirklich. Ja, du musst überlegen, ich laufe hier drin rum und die interessiert das nicht. Nicht, deswegen, ich würde glatt fast als Stimmung ruhig nehmen, weil so ruhig wie der Dückig ist, weißt du? Hier ist ein Hammer. Ja, toll. Mach doch mal irgendwas, Mensch! Dachte auch nur, weil er nicht mit dir gegangen ist, weißt du? Nicht du. Ich meinte dich damit nicht. Na, wenn sie jagt, dann jagt sie ja mich, ne? Hier irgendwas? Haben wir gar keinen Spiegel diese Runde? Ich guck mal, was da steht. Spiegeln, Spiegeln. Ja, ich bin so. Ich muss noch ein bisschen in den Spiegel gucken, meine Schönheit gucken. Also aufgabentechnisch sehe ich jetzt nichts Spiegelmäßiges. Nö, aber damit kannst du locken, deswegen. Ach, Alter, bin ich blind. Der Licht okay, hier vorne ich kann direkt Thermometer am Eingang. Und EMF. Bitte? Sehen. Was ist mit mir? Ich kann EMF und Thermometer über die Videokamera, die davor liegt, sehen. Ah, gut. Deswegen hast du das so hingelegt. Simi, geh mal ganz kurz raus, weil ich guck jetzt ein bisschen in den Spiegel und dann wird er gleich angetanzt kommen. Okay. Jetzt schauen wir mal, was er anstellt. Nur nicht 3 oder so. Und tschüss! Wo bist du diesmal hingeschleppt? Ach, nur die Treppe runter. Okay. Oh. Das war so... Einmal raus. Der Spiegel ist kaputt. Wie? Ah, guck mal, sie weint. Wir haben Weinen. Was soll das mir jetzt sagen? Rundfunkempfänger weinen. Oder hat ja, ruhig und ruhig beunruhigt. Also, ich würde sagen, wirklich. Habt ihr jetzt Ouija-Brett und sowas schon? Nein! Nicht wirklich! Sachen das Temperaturding. Armer Frank. Nichts. Immer dieses Weinen. Ghost, give us a sign. Echo, Echo, Echo. Oh, du, tschüss! Ich hau da mal kurz ab, ja? Ich bin immer noch unterwegs. Ich weiß noch nicht, wo sie mich. Wo bin ich denn jetzt? Okay, netter Raum, aber ich möchte hier nicht sein. Da rennt halt alle rein, ist okay. Ich bin erstmal auf dem Weg zurück zu euch. Go. Seite Fraktion. Hi, da bin ich wieder. Hi. Lange nicht gesehen. Ja. Ojabrett, keine Interaktion. Ja. Würde ich jetzt auch was sagen. Ja, nee, weil es. Geräusche gemacht hat, aber sich nicht bewegt. Dann haben wir einen Jungen! Haha! Ist menschlich? Ja, nee, ist ein Poltergeist! Aber so ruhig wie es ist, würde ich fast ruhig sagen. Aber muss natürlich noch nichts heißen. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt provozieren wir die Alte. Fehlt halt nur noch Partikelzähler und oder Voodoo-Puppe. Lieber Partikelzähler. Take the Voodoo-Doll.
Ghost, can you talk? Ghost, we are friendly. That was a lie, motherfucker. Oh. Ja! Wir haben Partikelzähler fertig. Wir haben EMF und Temperatur. Partikelzähler ist fertig. Was hat er denn ergeben? 100 bis 500. Ja, nee, wir haben immer noch nichts Wichtiges. Es fehlt konnte uns einer Temperatur und so gucken? Nee. Aber ist auch nicht relevant. Relevant. Was ist denn relevant? Wudepuppe, glaube ich. Ja, es ist nur die Wudepuppe. Also entweder halt keine Interaktion ist beunruhigt oder halt erhebe Wudepuppe wäre ruhig. Also was hatten wir jetzt als Poltergeist? Da hat aber Dings nicht, da dann gilt. Erhebt sie dir nicht. Moment, lass mich mal kurz gucken. Da hilft kein Kruzifix. Also lassen wir das mal weg. Ich würde es einfach mal so eingeben. Poltergeist, jung beunruhigt. Versuch's? Ja, wartet kurz. Ich locke ihn mal ganz kurz ein bisschen an, ja? Das will ich nochmal provozieren. Wenn du beunruhigt sagst, ist wirklich halt keine Interaktion, das ist richtig. Also bei der ist es auf jeden Fall ganz schön dunkel. Tschüss, wo willst du denn jetzt hin? Ja, auf dem Friedhof, das ist so schön. Nee, doch nicht. Doch. Alles gut. Da stand wer? Ja, das war der Poltergeist. Nee. Das sah für mich aus wie die Hexe Lisa. Wo ist eigentlich die Voodoo-Puppe hin? Die liegt hier vorne links. Da. Nur ist das Brett. Komm, ich geb das jetzt mal so ein. Ja. Beunruhigt hattest du genommen, ne? Ja. Salz, silberne Bombe, alle Türen im Haus, Voodoo-Puppe ins Haus bringen. Die Voodoo-Puppe hattest du wohin gelegt? Liegt dir. Also Salz, die silberne Bombe hole ich mal eben, ne? Mach ich mal kurz, ja? Die Voodoo-Puppe nehme ich dann schon mal kurz nochmal in die Hand. Die können wir erst im Nachhinein da reinschmeißen, ne? Wenn die anderen Aufgaben durch waren. Als erstes war Salz, dann silberne Bombe. Alle Türen im Haus öffnen ist auch erledigt, danach brauchen wir die Voodoo-Puppe. Die Voodoo-Puppe habe ich in der Hand, damit ich sie gleich nochmal hinlegen kann. Okay, ich gehe da mal ein bisschen spielen, ja? Mhm. Ja, spiel mal ein bisschen. Willst du diesmal die Bombe versuchen? Ich habe die schon. Ja. Ach, du hast die Bombe? Ich habe beides. Ich meine diesen. Okay. Die jagt schon. Ja, generell nicht reingehen. Sonst jagt sie euch und nicht ihn. Salz haben wir. Ja, ich sehe sie gerade nicht, sonst hätte ich ihr gleich das andere auch ins Gesicht geworfen. Aber sie kommt ja gleich wieder angeschissen. Okay, alle Türen nur noch? Alle Türen ist schon erledigt? Nein. Nein. Irgendeine Tür muss jetzt. Hier war noch eine. Jetzt die Kugel. Dann bist du, dann wäre jetzt nur noch die Kugel dran, genau. Wer möchte? Ich komme. Oder wer willst du? Kimi wollte. Ich glaube, Kimi möchte, wie sie es angehört hat. Ja. Liegt da. So. Möchtest du Räucherstäbchen mitnehmen, vorsichtshalber? Ja. Hab ich hier. Warte, hier. Hat er in der Hand. Ich komme mal mit. Okay. Ja, geht mal, alle. Viel Spaß, ne? Wir warten dann hier mal, ne? Wir können ja auch noch zweimal Räucherstäbchen. Wie viel kostet diese scheiß Drohne, bitte? Was sagtest du? 5.000 die eine und 6.000 die andere. Hier ist noch einmal Räucherstäbchen, wenn du möchtest. Kannst du mitmachen. Oder warte. Haben wir noch ein Fotoapparat? Es wird eng und sehr dunkel. Ich scheine unten. Voll die Geist, du bist oben. Komm, hol uns. Seid ihr im Keller? Ja.
Ich. Ja, warte wohl hier. Am Schiebeschrank. Ja. Hier. Ja. Alle nicht Fotografen. Na gut, die Temperatur des Gespenstes messen haben wir nicht. Ja, ich hab noch ein Foto von dir gemacht gerade. Ja, deswegen guckte ich ja gerade, was noch fehlte, weißt du? Ey, ich bin Level 4. Ich bin Level 9. Obwohl, ne? Du machst ja erstmal 1000 Jahre RP MD, ne? Nee, bitte keine 1000 Jahre wieder, ey. Best Task, some Task. Wow, Ruckel. Hä? Du hast den Schwierigkeitsgrad geändert, du Arschloch. Hab ich das? Ja. Warum, Mann? Ja. Aber ist jetzt schwieriger oder was? Ja, weil du hier nicht deine Aufgaben siehst. Hier an der Wand? Wie ja. Sehe ich doch Aufgaben? Hä? Machen Sie ein Foto einer Zeichnung in einem Notizbuch, bringen Sie den verfluchten. Okay, das sehe ich alles nicht. Ich sehe Test, Task, Some Task Description plus $666. Ja, dann hast du bei dir nicht richtig geladen, okay. Also, mit dem Gespenst per Rundfunk sprechen, machen Sie ein Foto von einem Geisterangriff, bringen Sie den verfluchten Spiegel in den Truck, machen Sie ein Foto einer Zeichnung in einem Notizblock. Okay, ich suche mal einen Spiegel. Guck mal, ob ich drauf gehe. So, ist jetzt soweit alles drin. So wie meine Taschenlampe, die ich gerade wieder mal weggeschmissen habe. Du auch? Ach, du machst das mit Absicht, okay. Nee, das war der Partikelzähler. Ja, stimmt. Kommt irgendwie jemand mit rein? Ja. Gehst du? Okay. Bei mir haut er jedes Mal das Licht aus, auch wenn er angeht. Ja, komm, gleich ein großes Licht mitnehmen, oder was? Upsa, Rockel. Telefon. Ring, ring. Da braucht jemand ein Taxi. Geh an dein Handy ran, es ist ein Kästchen drin. Taxi ist heute nicht da. Ich hätte gerne einen Lichtschalter. So. Telefon. Ja, sonst heult Joshua wieder rum, wenn hier nicht ausgeleuchtet. Okay. Ja. Der ist ja ganz schlimm. Ah, perfekt ausgeleuchtet hier. So, erst Keller oder erst nach oben? Komm, wer hat einen Fotoapparat und so? Habt ihr den? Ich. Okay. Ah, du kannst ja einen nachkaufen. Ja. Kann nicht machen. Na komm, mach doch irgendwas mit den Sachen hier. Such doch nur den scheiß Spiegel, Mann. Spiegel, wo bist du? Dann gehen wir in den Keller runter. Ja. Bo. Aha. Ich warte eigentlich darauf, dass darauf irgendwas passiert, aber irgendwie. Aktuell nicht. Wir sind im Knast unten. Ich finde hier nirgends so einen Spiegel. Nein. Ach, das auch schon mal geholt, okay. Übersehen. Ich guck noch mal.
Was ist das da? Spiegel. Abgefunden. Ah. Ja. Okay. Da ist er. Ich sehe es halt nicht. Perfekt. Hab ihn. Okay. Er ist an der Treppe irgendwo. Ja, gut. Ich habe gerade meine große Taschenlampe wieder weggeschmissen. Er hat mich. Geh nach oben. Nach oben, ja, wahrscheinlich zu Fahrstühlen. In Büro. Was ist. Oh! Was war EMF? Was ist EMF? Wie viel? Ich hab's zu spät gesehen. 100 bis 500 beim Partikel. 100 bis 500. Jung oder durchschnittlich? Mhm. Bei EMF, ich hab's zu spät gesehen. Wo ist die bisschen weiter, ich hab die ein bisschen weiter hier, die liegt hier am EMF, die habe ich einen Ticken weiter von dem EMF kurz weggelegt. Das kommt hier. Kommt mal. Ich, ja, nee, funktioniert ja wieder nicht mehr. Schade. Also, was haben wir an. Partikel 100 bis 500. Ja? Das ist das Einzige, was wir aktuell haben, genau. Was? Partikel 100 bis 500. Ich habe aber auch keine Blutflecken oder sonst irgendwas gesehen, ne? Seid ihr denn komplett schon durch? Vielleicht ist es dann. Ja, wir sind aber komplett durch. Ja. Vielleicht schon. Wenn es keine gibt, kann man das jetzt noch auswählen, keine Ahnung. Nee, gibt keine. Ja gut, dann. Ertrunkene oder Gehängte? Beide hatten wir schon mal. Wir hatten Yangshi noch nicht, das fehlt dann. Nee, Yangshi ist einfach. Yangshi wird euch einfach nicht gewährt, merkst du? Ja, das. Also, ich. Kommt mal kurz vor die Tür, bitte. Okay, ah, da ist was gekritzelt. Menschlich. Gehängte. Ja, ist die Gehängte. Oder wenn wir das andere Level hätten, die Nonne. Ja, also wenn du über Level 10 hast, dann hast du halt. Mal herausfinden. Ja, hast du insgesamt halt 10 Stück. 11 Stück. So, okay, passt mal auf. Oh, war das jetzt vor? Oh, die Wudepuppe hat sich erhoben. Ja, sie ist unten in Gefängnissen. Die hat sich erhoben, die Wudepuppe. Eine ruhiger. Oh, Ruderbrett, von links nach rechts. Von links nach rechts. Und damit ist er durchschnittlich. Machst du schon? Okay. Weihwasser. Feuersalz, 3 Kerzen im Haus. Ich renne mal. Aber was kann. Weihwasser, Feuersalz. Ja, wollt ihr machen, Weihwasser, Feuersalz? Soll ich das Kruzifix nehmen? Ja, ich nehme das Kruzifix gerade. Du nimmst das Kruzifix. Was soll ich denn dann nehmen? Ja, weil ich muss kurz reingehen. Deswegen, falls sie mich jagt. Na, dann irgendwas, was dann hab ich nichts. Ist okay. Ach, nur den verfluchten Spiegel in den Truck. Ups, den hätte man sowieso hier hinbringen sollen. Weihwasser und Feuersalz, ja? Das ist eigentlich, ist es glaube ich schon alles jetzt mit, oder? Also ich hab Weihwasser und Feuersalz. Er hat das Kruzifix und wer auch immer die Kerzen macht, weil das Feuerzeug ist auch Kerzen schon weg. Kerzen hab ich. Okay. Das, du machst die Kerzen und das ist Kruzifix, okay. Oh, sie nimmt mich schon wieder mit. Alter. Mir ist auch das Licht verwirrt. Ja gut, ich hab kein Licht mehr. Ab in den Fahrstuhl, ich bin da. Meine Fresse. Hat geblinkt, ich bin angekommen. Wer hat das Feuersalz? Weihwasser? Nee, Weihwasser und Feuersalz hab ich. Okay. Ich entscheide, wo ich lang gehe und ich gehe hier lang, so.
Gehen wir mal hier runter. Fahrschuh wolltest du nicht. Ich weiß, dass du öfter mal in den Gefängniszellen bist, deswegen komme ich da auch mal hin. Auch hier bist du jetzt nicht. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bin jetzt einmal durchs Haus gelaufen. Wo bist du denn? Hast du Wäsche waschen? Nein, auch nicht. Hände waschen. Wo steckst du denn, Schätzchen? Hat sich versteckt. Ja, es macht nichts. Ich gehe nochmal in den Keller, weil es so schön war. Alter, wirklich, du wirst krank, kann das sein? Ja, ich bin noch krank geschrieben. Ja, gut. Bis morgen. Oh, willkommen. Hallo, seht ihr mich? Ja. Ja. Ja, Papa. Ja. Ah, das Weihwasser. Ah, das Feuersalz. Jetzt noch die drei Kerzen. Das macht ja schon mal. Gut, jetzt noch das Kruzifix. Hallo. So richtig so, zack, 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 zack. Ja, also mit uns da bist du. Speedrun. Wer hat denn den Ball? Achso, ich hab den schon. Okay. Where are you now? Soll ich mit rein? Du kannst du machen. Du hast auch einen Kruzifix. Ich warte mit Absicht. Ihr habt beide eins, ne? Dann passt das ja. Wer auch immer den schneller hat. Hallo. Ah, hat sie dich erschrocken. Ja gut, ich bin auch vorhin damit vorhin zusammengezockt, ja? Also. Vielleicht werde ich genommen. Oh, ja. Sie jagt. Wer kriegt sie ab? Wer kriegt sie? Wer kann? Wer reagiert mit dem kurzen. Bleib ruhig, bleib! Sie läuft okay, hinter! Da! Los! Los! Oh! Wurde sie geholt? Nein! Sie kommt noch weiter! Nein. Sie hat das Kruzifix, sie rennt lieber weg, anstatt was zu machen damit! Ja, oh mein Gott, du erschreckst das. Oh, ist das schön. Haben wir das jetzt mit dem Kruzifix? Nee, noch nicht. Nein, natürlich nicht, sie ist ja weggerannt! Komm, wir suchen sie weiter. Ich glaube, sie hat jetzt Angst. Das war's. Sie jagt wieder. Nein. Nimm jemand anders. Das ich kann... nicht. Ich sie will nicht, aber. Sie hat Lust auf Frauenfleisch anscheinend. Sie hat auch Lust auf Frauenfleisch, Alter. Ja, aber jetzt dass sie verjagt und Joshua steht da so. Warum hast du denn das Kruzifix eigentlich mit, wenn du nicht willst? Boah. Ja, soll ich, sonst? Komm mal, geben wir rein. Wir suchen die Alte. Da! Ja, du musst mir das Kruzifix. Ohne, ich bin das ohne Drohne. Einfach hinlegen, genau. Warte, musste ich nicht noch ein Foto von ihr machen oder so? Ich guck mal, was noch da steht. Moment. Wohin gehen wir? Ich versteck mich mal in der Tür, ja? Mit dem Gespenst per Rundfunk sprechen und machen sie ein Foto von einem Geisterangriff. Achso, Geisterangriff nur ist ja lame. Ah! Na, wer kriegt sie? Wir bleiben jetzt mal so stehen, notfalls mache ich ein Foto von dir. Und, wer ist es? Ah, er kommt. Ah, du Fotze. Jetzt bin ich dann dran. Ja. Ist hier hinten. Läuft die Kellertreppe runter. Viel Glück. Nimm deinen Kruzifix in der Hand, sonst dreht sich nicht gleich um. Wo ist er? Unten in den Kerkern. Unten in den Kerkern. Also nach unten noch einfach? Ja. Also sie ist in einer der Zelle. Kommen wir zurück. Da ist er gewesen. Ja. Ja, toll, jetzt war ich da und dann war sie weg. Da hinten, hier hinten. So! Sehr schön! Gut! Das war doch eine gute Runde, oder?